Hallo und herzlich willkommen zu Resident Evil 3. Mein Name ist Nisjaha. Hi! Und ich mache wieder die nächste Aufgabe von wegen, oder ich fange weiter an. Und ganz ehrlich, was ist vorher alles passiert? Also, Jill hatte halt einen Albtraum, hat geträumt, dass sie ein Zombie wird. Dann war das von wegen, dass sie gedacht hat, dass sie sicher wäre. Hahaha, genau. Bis zu dem Anruf von Brad, der dann auf einmal gesagt hat, sie müsse sofort da raus. Ja, sofort da raus. Und direkt am Anfang kam dieser Nemesis. Ich wollte einmal zurückgehen. Gucken, ob ich da nichts vergessen habe. Tut mir leid, wenn ich das mache. Und, boah, Leute, ich bin extrem aufgeregt. Ich bin wirklich grad. Nein. Aber ja, ich wollte mal irgendwas gucken, weil ich suche lieber alles nochmal Vorsichtshalbmasse ab, als dass ich hier ist gar nicht. Okay, wir haben hier nichts vergessen, okay. Ja. Ich habe jetzt schon schwitzige Hände. Leute, ganz ehrlich, ich hätte gestern gerne gewollt, dass ich die Aufnahme gestern schon mal fertig hatte, aber ich hatte noch, sagen wir mal so, ich hatte aber noch andere vier Projekte noch am Laufen von Resident Evil. Und ja. Also ja, genau, hier ist die Karte, aber hier ist doch noch irgendetwas. Oder, bestimmt, okay. Ja, okay. Ja. Und ganz ehrlich, ich will nicht raus. Ich habe keine Lust, aber ich muss hier raus. Natürlich. Wir Lebende, wir müssen die Bahn in Gang kriegen. Verzieh dich. Nein, fest. Ui, bist du tot? Jetzt ist er tot. Hier liegen auch voll viele Leichen rum. Ja, Leute. Ja, wir sind jetzt draußen. Ich liebe diese Grafik einfach. Ich liebe sie. Warte mal, da ist. Nee. Da ist gar nichts mehr. Ich will, wie gesagt, nichts vergessen. Und daher. Falls da jetzt Munition. Perfekt. Yay! Ja. Oh, Leute. Ich krieg jetzt schon schweißnasse Hände. Ach du Schajemini. Komm. Ich hoffe, ihr seid auch jetzt tot.
du lieber nur einen Schuss mehr oder zwei Schuss mehr als gar keinen Schuss. Und ja. Habt ihr gehört? Da komme ich nicht rein. Ich weiß nicht, was ich dafür brauche, ganz ehrlich. Natürlich will ich ja auch nicht. Komm ich hier nicht durch? Nein. Ich will in dieser Tür, aber da werde ich wohl nicht reinkommen. Immer. Du auch tot oder lebst du? Nee, du bist tot. Okay. Komm, schieß mal dich ab. Scheiß drauf. Wir haben wieder Schießpulver bekommen. Yay! Schießpulver! Carlos, ich habe die Hauptstraße erreicht. Wohin jetzt? Siehst du einen großen Strommast? Das ist das Unterwerk. Um hinzukommen, musst du durch die Gasse rechts von dir. Du meinst die Gasse, die brennt? Vielleicht. Eine kühle Schönheit wie du wird doch bestimmt mit etwas Feuer fertig. Leck mich. Ja, würde ich auch eiskalt sagen. Ich schieß euch doch jetzt lieber ab. Als Nachsicht hier, oder? Steht ihr nochmal auf? Oder seid ihr tot? Okay, anscheinend sind die tot. Okay. Wir gehen natürlich zurück. Einer lebt noch. Ja. Jawohl. Volltreffer. Na, der steht hier wieder auf. Verdammt. So, jetzt bleibst du aber liegen. Und du... Bleib doch mal stehen. So, ganz ehrlich, Leute, mir geht gerade der Kackstift. Normalerweise benutze ich solche Ausdrücke nicht. Aber in dem Fall trifft es eher so, dass mir wirklich gerade wirklich der Kackstift geht. Okay. Ja, ich habe mir lieber mal ein bisschen mehr Munition gemacht für die Pistole. Weil ich doch eher glaube. Hier lebt jemand noch? Oh, du bist noch gar nicht tot. Okay, warte.
Mann. Hat noch gelebt. Ich hab den nicht richtig getroffen, Leute. Ich schieß lieber einmal mehr als einmal wenig, weil es doch, glaube ich, irgendwo besser ist. Cool, hier sind Kleider. Die würde ich jetzt gerne mal anprobieren, aber nein. Die sind gerade ein bisschen unpassend. Ja, ich gehe mal hier lang. Gibt's hier denn noch was? Ja, da oben irgendwas. Irgendwas gibt's hier oben. Ja, doch irgendwas. Oh, ein Heilspray. Ein Erste-Hilfe-Spray habe ich und somit habe ich nur noch 3 Plätze. Okay. Aber ich weiß nicht. Guck lieber mal. Einmal mehr als zu wenig. Schießpulver. Ja. Ja, aber gerade, oh, meine Hände, die sind sehr, sehr schwitzig. Aber nein, hier gab's doch noch was. Oder? Nee, hier ist anscheinend fertig. Bin der Meinung, dass ich hier irgendwas übersehen habe. Weil hier komme ich aber auch nicht weiter, ne? Moment. Muss einmal gucken. Ich habe keine Lust, dass ich irgendwas vergesse. Und ihr mir dann schreibt, ja, du hast das und das vergessen. Und ja, und ich stehe dann da. Aber hier ist nichts. Wieso ist der nicht? Okay, hier komme ich wieder runter. Ich muss einmal lauschen.
Ich muss einmal kurz. Spielzeit 47 Minuten. Ja. Ja. Dann gehen wir mal wieder zurück zum Spiel. Ich musste nur eben. Noch was. Oder bin ich das? Aber auch hier nicht aufmachen. Komme ich hier vielleicht runter? Hier. Da komme ich später mal rein. Oh Leute, ich muss mal meine Hände abtrocknen. Ja, für mich ist das jetzt gerade ein bisschen. Moment. Entweder bin ich jetzt komplett blind, weil ich weiß, dass hier solche komischen Figuren sind. Normalerweise, die man abschießen kann. Das hatte ich ja damals in der Demo gesehen, dass es die ja gab. Muss ich mal. Hört ihr das? Ach, guck doch mal, da haben wir es doch. Moment, ich nehme erstmal die 2. So. Oh, Checkpoint Charlie hab ich. Klasse. Beefpulver. Dafür brauche ich bestimmt irgendwas anderes. Oh. So, wir haben jetzt ein grünes und ein rotes. So, das ist Kiespulver. Kiespulver, okay. Die nehmen wir gleich natürlich. Oh. Okay, ich weiß, wo ich ausweichen kann. Wir tun
das hier erstmal rein. Das und das. Ja, die Munition am besten auch direkt, weil wir haben ja erstmal 60 und das wird ja wohl reichen, oder? Ja, nee, ich will erst, nee, ja, so ist es besser. So, dann haben wir Vorsichtshalbmaster Heilung, wir haben, ja, Sturmgewehr Munition und natürlich muss ich mir auch gleich mal einmal einen Block weiterholen und meinen Kuli, weil ich muss auch gleich auch aufschreiben oder Notizen machen, besser gesagt. Und ohne Notizen würde ich halt nicht weit kommen. Und ganz ehrlich, Leute, ich habe echt Schiss. Es ist so, dass ich damals auch bei der PlayStation bei Resident Evil 3 Nemesis auch genauso viel nicht Schiss hatte, aber ja, mein Körper hat damals schon Adrenalin gepumpt, aber extrem. Und ja, ich weiß nicht, wie alt ich da war. Ich glaube, das Nemesis kam 98, 99, glaube ich, raus. Ihr könnt es mir auch in den Kommentaren schreiben. Puh, ja. Damit ich's weiß. Und ein Schmuckkästchen haben wir. Ja. Da wollen wir untersuchen. Wir kombinieren nicht. Ja. Und das. Ich speichere mal. Besser ist es. Nehmen wir hier. Weil ich weiß echt nicht, was hier noch auf mich zukommt. Deswegen geh ich wieder zurück. Ach so, hier brauchte ich ja die Kette. Das stimmt ja, da war ja was, was ich brauchte. Ich glaube, so ein Seitenschneider war das. Ja, ne? Ich glaube, ja, so ein Bolzenschneider, glaube ich. Bolzenschneider, ja. Und ganz ehrlich, am liebsten hier drinnen bleiben, aber das bringt alles nichts, weil wir ja wissen, dass... Oh, eine Handgranate. Super. Weil wir wissen, dass wir auch weitermachen müssen. Oh Leute, ganz ehrlich. Aber natürlich gehe ich natürlich wieder zurück. Das Problem hier. Komm auch nirgendwo anders rein. Nee. Ich gucke zwischendurch mal auf die Karte, weil ich gucke, ob ich irgendwas vergessen habe. Die U-Bahn ist immer noch bei mir rot. Ja, ich muss zwischendurch mal lauschen, ob ich so einen Wackelkopf finde oder so ein Gewackel höre. Warte, waren wir da hinten? Warte, da brauchen wir, glaube ich. Ich muss das löschen. Okay, ja.
her. Was? Da war die Leiter. Ich weiß nicht, wovor ich jetzt gerade mehr Angst habe, dass hier irgendwie unser Stalker auftaucht. Ich hoffe mal nicht, ganz ehrlich, Leute. Ich hoffe, der bleibt da, wo der Pfeffer weg. Hier hatte ich alles, oder? Ja, hier, nee. Moment. Ach so, hier ist ja noch dieser Schrank. Genau, deswegen ist er noch rot. Den Hut weggeschossen. Oh. Verdammt. Einmal schnell nachladen. Besser ist es. Weil ich weiß nicht, ob diese Dreckssäcke aufstehen. Puh, verdammt nochmal. Na komm. Noch ein Schuss. Nein, daneben. Oh. Oh je. Da habe ich ihn nicht. Anscheinend ist er gerade mal. Du Mistkerl! Bleib liegen! So. Oh, Leute, ganz ehrlich. Nee. Wieder Schießpulver. Hör doch noch jemand. Ach, guck mal. Willi steht wieder auf. Knusper Willi! Ich hatte dich doch erschossen. Bleib doch einfach mal liegen. Wir gehen natürlich erstmal hier lang. Wenn ich ehrlich bin, ich will nicht mehr. Ich habe jetzt schon gerade keine Lust und 26 Minuten, ja, passt eigentlich, finde ich. Wir gehen hier rein. Dieser Mistkerl ist nicht tot. So. Ja, wie gesagt, ich gehe jetzt systematisch hier ab. Besser ist es gerade. Zumindest finde ich es gerade besser. Ob ihr es besser findet. Oh. Und wie ich sehe, habe ich natürlich wieder sehr viel Munition. So, jetzt habe ich wieder Platz. 2. Kann ich das hier noch mit dem roten? Das wäre... Nein, das will ich nicht. Verdammt. Oh. Ich habe aber auch keine Lust, hier wieder zurückzugehen und zu speichern. Moment. Hier habe ich 937. Die Zahl schreibe ich mir mal gerade auf. 937. Habe ich mir gerade notiert.
Oh Mann, ich glaube, habe ich hier jetzt alles? Ja, in der Apotheke habe ich jetzt alles. War doch irgendwie noch ein Pfeilchen, oder? Weil ich habe auch nicht mehr viel Inventarplätze. Ich habe nur noch einen einzigen. So, 15 sind jetzt. 9 habe ich noch. Ich habe noch eine Handgranate, ein Messer. Ich weiß nicht, wo ich jetzt hingehen soll. Ach so, ich tritt auf Glas, okay. Ich bin am Überlegen, einmal irgendwie speichern zu gehen. Nicht speichern zu gehen, sondern eher. Nicht so? Nein. Einmal zur Truhe, weil ich kriege hier schon wieder Munition. Und ja, mit einem Platz ist das schon etwas scheiße. Na komm raus. Na komm. Ja, Oscar, komm raus. Na bravo, fein. Oh. Bleibst du liegen, ne, Oscar? Ja. Er bleibt liegen. Oscar ist ja so ein Feiner. So ein Feiner. Feiner, Oscar. Ja. Was ist das hier? Schießpulver. Genau das, was ich befürchtet habe. Ich habe Schießpulver. Weißt du was? Tagebuch des Drogeriebesitzers. 24. August. Dieses neue Haarwasser von Umbrella verkauft sich wie geschnitten Brot. Heißt das nicht geschnittenen Brot? Egal. Das Zeug von denen wirkt immer Wunder, überrascht mich also nicht. Ich hatte schon damit gerechnet und eine riesige Ladung bestellt. Meine Instinkte haben sich ausgezahlt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich bin mir sicher, die Verkäufer werden noch anziehen, wenn sich das rumspricht. Allerdings machen mir diese Gewaltausbrüche Sorgen, die man in den Nachrichten sieht. Vielleicht sollte ich in einen guten Safe für das ganze Geld investieren, das ich verdiene. 2. September. Der neue Safe ist einfach perfekt. Niemand kennt die Kombination, noch nicht mal einmal meine Frau. Ist ein Geheimnis zwischen mir und meiner wunderschönen Aqua-Kur-Königin. Und sie würde sie nie einem Dieb verraten. Mhm. Ja, ich hatte ja gesagt, ich bin zwar gesund, aber ich brauche leider. Weißt du was? Wisst ihr, was ich jetzt mache? Scheiß auf die Granate gerade. Ich schmeiß sie jetzt. Ist mir gerade so piepsegal. Reden mit AD. Das war 937, ne? Nee, falsch.
Oh, scheit. Okay, Moment. So. Nein. Nein. Verdammt. Ich muss wirklich... Nein. Ja, wie ihr merkt, ne? Ach, wieso immer 9? 3. 7. Okay. Nein. Nein. 3. 7. So. Okay. Das ist für die... Yay! Und wieder Büchsenmacher freigespielt. Jetzt habe ich einen Platz. Aber Leute, ganz ehrlich, ich muss zur Truhe. Ich muss echt zur Truhe, weil das bringt nichts, wenn ich hier so mit wenig Inventar. Moment. Nee, das ist nicht. Hier rumgurke. Ah, ich kann aber auch hier direkt zur Truhe gehen. Das ist ja auch nicht das Problem. Uff. Ja. Und. Das behalten wir mal. So, die Munition tun wir erstmal dahin. Nehmen wir das grüne Kraut, tun wir erstmal auch hier rein. So, dann haben wir wieder erstmal Platz. Vier Stück. Und ich möchte gerne speichern. Ja, besser ist es, dass ich speichere. Uiuiuiuiui, Leute. So. Und, Moment, jetzt muss ich einmal gucken. Hier war noch was, ne? Okay. Moment. Irgendwas habe ich noch vergessen. Auf dieser Leiter. Da gehen wir jetzt auch wieder hin. Natürlich hier hin. Ist doch die hier, oder? Ja, und hier habe ich irgendwas vergessen. Genau hier. Hier soll ich was vergessen haben, aber was denn? Oder gehört das hier noch zu dem Abschnitt hier, dass ich hier irgendwas vergessen habe vielleicht? Ah, guck mal. Und schon wieder viel Pulver. Ach du Scheibenkleister. Aua! Hier. Bist du jetzt tot? Ein Schuss noch. Okay. Sie ist erledigt. So, jetzt müsste es blau sein. Genau. Och, Leute, ey. Es ist wirklich katastrophal gerade und... Ich weiß nicht, wo müsste ich denn noch hin? Donutlander war gar nicht. Ja? Ne, hier ist eine Kette. Also müsste ich ja eigentlich theoretisch gesehen schon hier rein, oder? Geht hier auch?
lang? Nee, leider nicht. Puh, Leute, ganz ehrlich. Kann nicht mehr. Und ja, wusste ich's doch. Hier kommt noch jemand raus. Oh, das war sein Kopf, der weggegangen. Weg. Schau ich das mal an. Alter Schwede. Ja. Aber lassen wir mal die Schweden da raus. Okay, das brauche ich wohl. So. Ich ahne Schlimmes. Ich ahne echt Schlimmes. Moment. Ich gehe erstmal in den anderen Raum. Ist, glaube ich, gerade mal besser. Hier will ich erstmal rein. Ach, habe ich mich jetzt erschrocken. Das Büro der U-Bahn-Gesellschaft sein. Mal gucken, was hier so ist. Ah, hier ist wieder so ein Ding. Ach, guck mal. Perfekt. Kite Brass, Eisenbahnleitfaden. Mhm. Gewährleistung eines sicheren U-Bahn-Betriebs. Im Fall eines Stromausfalls wird die U-Bahn automatisch den Betrieb einstellen. Sobald die Stromzufuhr wiederhergestellt wurde, müssen am Stellwerk die zu passierenden Stationen sowie die zu befahrenden Gleisen neu eingestellt werden. Wenn das System eine Route als unsicher einstuft, wird ein Fehler zurückgegeben und der Betrieb kann nicht aufgenommen werden. Okay, danke. Bin ich hier fertig? Nein. Keine Reaktion. Donut. Kaffee? Nein. Ob der gut ist, ist eine andere Frage. Ich brauche so eine Art Bolzenschneider, ganz ehrlich. Ich weiß nicht, woher ich das bekomme. Ob ich das hier vielleicht kriege? Ich weiß es nicht, Leute. Wieder eine Handgranate. Pulver. Ja, und somit ist wieder mein Inventar zugemüllt. Und natürlich stellen wir erstmal normale Munition. Wo kriege ich diesen scheiß Bolzenschneider für die Ketten? Gute Frage. Nächste Frage bitte. Hier liegt noch was. Notiz eines U-Bahn-Angestellten. Die Gewalt wird jeden Tag schlimmer. Hab uns jetzt eine Flinte besorgt. Für den Fall, dass bald das Fass überläuft. Ich werde nochmal los. Patronen holen. Ich schließe die Flinte erstmal im Kasten ein. Da sollte sie vor dem sicher sein. Wenn alles den Bach runtergeht, schneidet die Kette durch und benutzt die Waffe. Ich bete, dass wir es alle heil überstehen. Ja, das bete, da bete ich auch, aber ja, hier muss ich dann wohl noch mal später hin. Verdammt. Ich schieße dir lieber mal einmal mehr im Kopf als einmal zu wenig. Hier waren wir. Ich glaube, waren wir noch irgendwo nicht? Irgendwo müssen wir doch noch. Was ist das hier? U-Bahn-Büro. Apotheke. Ja, von da kamen wir ja wieder. Ich guck gerade, ich gehe jetzt mal gerade mal hier systematisch hier durch. Hier ist noch rot. Was ist das denn hier? U-Bahn-Station. Hier ist auf jeden Fall noch rot. Ich weiß nicht, was das ist.
Aber das Gute ist, ich kann hier erstmal zum hier rein und natürlich verstauen wir auch das hier und ja, was war noch? Ich überlege gerade. Ich würde, ja komm, wisst ihr was, wir tun erstmal die Handgranate. Ich weiß gerade echt nicht, ob ich die Handgranate da drin reintun soll. Aber es wäre wohl, glaube ich, erstmal besser, weil ich habe nur 3 Plätze und wir brauchen den, ob ich das... Neben einer Heilung, das tun wir auch, weil wisst ihr was, wir verstauen das erstmal. Wir holen uns... Vielleicht die Granate. Ja, komm, wisst ihr was? Wir nehmen die Granate mit. Ist besser. Ist es besser? Lieber habe ich 3 Plätze als... Weil ich weiß echt nicht, was auf mich zukommt. Und ja, ich spiele, wie gesagt, ich spiele es erstmal auf einfach. Weil ich nicht weiß, was noch kommt. Aber ich glaube... Ich werde das erstmal zur nächsten Folge machen. Leute, und ich würde halt sagen, ja, ihr wisst, was es heißt. Ihr wisst, was es heißt, dass ich mich erstmal für heute verabschiede. Ja, und... Ja, wie gesagt, lasst mir doch ein Däumchen nach oben, wenn es euch das Video gefallen hat. Ich würde mich auch über ein Abo freuen, damit ihr, da zeigt ihr mir, dass ihr mich da unterstützt. Und ja, ich wünsche euch alles, alles Gute. Und wir sehen uns. Beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Resident Evil. Und ich weiß nicht, was noch auf mich zukommt, aber das werden wir dann in der nächsten Folge sehen. Bye bye! Ja. Nein, aber wie gesagt, bleibt gesund, ja? Ja, und ich verabschiede mich erstmal für heute. Auf Wiedersehen, bye bye.